So, meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare 2. Wir wollten gerade in die Kanalisation runter. Ich habe nämlich 9 Sterne. Ich glaube, es kostete 9 Sterne, diese eine Tür aufzumachen. Der hat ernsthaft meinen Freund getötet. Du dreistes Mistviech. Ich glaube, es hat irgendwie 9 Sterne gekostet, diese eine Tür aufzumachen, diese riesige. Was ist das, ist das, ich weiß nicht, ist das Gebiet der Pflanzen oder ist das Gebiet der Zombies oder ist das neutrales Gebiet? Da sind hier gar keine Gegner, unten ist ein Fisch. Überall Kisten ohne hier diese Tür. So, schalte den verrückten, das ist der verrückte Schießstand. Verstehe. Machen wir mal auf, würde ich sagen. Crazy Targets! Da haben wir eine Mission und wir haben sicherlich irgendwo, was haben wir hier? Verrückter Schießstand, Bestenliste, okay. Achso, hier. Oder es stürzt ganz einfach ab, während es die Bestenliste lädt. Na, warum denn nicht? Aber ist okay. Dann gehe ich nochmal ganz kurz zu den Pflanzen, denn ich werde nämlich dieses Ding mit der Kakteen machen. Irgendwo. Das ist die alte Kakteen, nice. Irgendwo war nämlich auch eine Mission gewesen, ich weiß nicht, ob das hier war. Irgendwas mit dem verrückten Schießstand, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. War das eine Mission oder war das ein Achievement? Hier. Mindestens eine A-Plus-Wertung als beliebige Kakteen. Da werden wir nämlich eins wegmachen und zwar... Kann man die abbrechen? Die kann man leider nicht abbrechen. Schließe 10 perfekt. Okay, dann machen wir das hier einfach mal. Brechen wir ab. Zack, dann kriegen wir wieder 3 Sterne. Ich denke, das wird easy sein, das zu erreichen. Dann gehen wir nochmal ganz fix hin. Oh, ich liebe die Kakteen. Platsch, platsch, platsch. Oh, das hört sich so geil an. Er sagt, dass du ein Mist ist, der so ein bisschen mit Flaschen rumwirft. So gut. So gut. Tja, aber ich muss ja leider mit den Zombies weiterspielen. Das ist sehr ärgerlich. Wir können aber irgendwann allerdings nochmal... Ich habe jetzt nur noch 4 Sterne, jo. Die müsste mich ja 6 kosten hier als... Als Pflanze. 7 sogar, okay. Und wir machen die ja Krach da oben. Die bekämpfen sich und machen Krach. Okay. Dann gehen wir in den verrückten Schießstand. Gucken uns nicht mehr die besten Liste an. Die backt eh nur rum. Gucken wir mal ein bisschen nach. Halt mal ein bisschen nach Schneekugel. Auf jeden Fall wird hier eine Schneekugel drin sein. Das glaube ich jetzt. Gucken wir mal. Das glaube ich schon, dass hier irgendwo eine drin sein wird. Irgendwo eine versteckt. Geht's hier runter? Ja, aber hier komme ich nicht weiter. Ach, guck mal, hier hätte man sich sogar umziehen können. Na gut. Verrückte Zielübung beginnen. Wag mal erstmal mit dem hier. Sprich mit dem Zielzwerg. Willkommen zur verrückten Zielübung. Hier kannst du deine Schießkünste an Gartenzwergen austesten. Spaß ist also garantiert. Aber bitte schieß nicht auf mich, okay? Ich habe nur deine Rezeption. Drück auf die Taste, um zu starten. Wenn du fertig bist, erfährst du deine Punktzahl und deine Zeit landet in den besten Listen. Worauf wartest du? Okay, aber man hat hier lediglich, ja, weiß ich, warum da oben ein, drauf ist. Einfach, wir machen einfach hier mal und. Ja. Düb. Düb. Ach, weiterlaufen oder wie? Ah, ja. Abgeräumt habe ich die Scheiße. Ah, hier ist noch einer. Na, muss ich nachladen? Nicht getroffen? Was? Sich verarschen? Rang B, weil ich bei diesem letzten Wix-Ding nicht getroffen habe. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, machen wir natürlich gleich nochmal. Ja, bestimmt eine Schneekugel. Ne, versteckt sie eine? Nö. Habt ihr es gesehen? Ich habe einfach nicht getroffen. Ist ja mega unfair. Und versteckt sich hier definitiv eine Schneekugel im gesamten Parcours. Na, ich will nicht. Ich will nochmal neu starten. Ich werde aber eine normale Kakteen mitnehmen.
Nö, nimm mal die mit. Unsere Standard-Kaktee. Hä? Guckt euch das mal an, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Ist das dämlich? A minus, naja. Das Ding ist total verbuggt. So, jetzt gucken wir uns mal ganz langsam den Parcours durch. Der wird irgendwo garantiert eine Schneekugel sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass in diesem riesigen Parcours keine Schneekugel ist. Gerade hinter den Dingern könnten die sich verstecken. Mal da, für ein Knöpfchen. Stupid! Hier bestimmt. Kann man hier rein? Ja, hier kann man rein. Auf jeden Fall ist hier eine, oder? Komm. Gib mir eine verdammte Schneekugel. Das ist keine Schneekugel. Auch nicht, auch nicht. Warum ist hier keine Schneekugel? Das wäre so ein perfektes Versteck dafür. Nirgendwo eine, ernsthaft? Oh, bin ich ja ein bisschen enttäuscht jetzt. Komm, da kann ich gar nicht raus. Da bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Kann ich die kaputt machen? Oh, man kann die kaputt machen. Okay, den nicht. Aber die da kann man kaputt machen, diese Kisten. Keine Schneekugel? Halte ich immer noch für unwahrscheinlich. Komm, wir hätten das sogar sparen können, hätten wir hier mit dem Ding noch. Rinder. Komm ich da rein? Ne, leider nicht, schade. Ich stoße hier überall an. Da ist eine. Dummerweise kann man ja nicht den Skill wieder aufheben, ne? Das ist total dämlich. Oder? Ich weiß nicht, ich drücke einfach mal alle Tasten durch. Vielleicht funktioniert der eine. Ah, mit E kann man sich, glaube ich, selber killen. Man muss doch. Mindestens eine Schneekugel ist hier, aber ich hätte sie ein bisschen versteckter gedacht. Gut, besserer Rang als Rang A musste ich aber, ne? Ach, ich habe auf jeden Fall mindestens eine A-Plus-Wertung als beliebige Kaktee. Es ist lediglich dieser verdammte, dreckige Kackzwerg, der mir auf die Nerven geht. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das nach Präzision geht oder nach, nach Zeit. Ah, Minus schon wieder, ne. Boah, ist das heftig, Alter. Krieg ja keine A-Plus-Wertung, holy shit. Ich muss der Kaktier sein dafür. Wir machen noch. Einfach probieren wir es noch. Einmal probieren wir es noch. Ich muss, glaube ich, jeden treffen. Und das auch in relativ schneller Zeit. Gerade das Ding ist echt am Nerven da hinten, ey. Badam! A plus, wunderbar. Gut. Aber der Typ will jetzt nichts mehr von mir, oder wie? Für einen Essler musst du weniger als 22 Sekunden brauchen, aber das ist wirklich schwierig. Hat, glaube ich, noch keiner geschafft. Meistens schießen die Leute stattdessen auf mich. Okay, bringt leider nichts. Versuchen wir mit dem Soldaten nochmal zu. Mit dem. Ach, müsste ich erstmal ein Zombie werden dafür, das ist ja doof. Rosi? Rang S, also 22 Sekunden.
Ich glaube, es kommt nicht auf die Genauigkeit an. Oh, ich treffe ja nicht mal was. Oh, es ist jetzt auch nicht so doll. Okay, wir switchen wieder zurück zu den Zombies und... Ja. Okay, das ist ja doof. Aber wir haben auf jeden Fall diesen verrückten Schießstand freigeschaltet. Ich will nicht mehr die Bestenliste aufmachen. Ich habe Angst, dass schon wieder abcrasht, das Game. Wir haben wieder 7 Sterne, nice. So, dem Fisch können wir mal etwas geben. Dem armen Fisch. Kann ich hier reinjumpen, theoretisch? Könnte ich wohl, aber will ich nicht. Stern an Fisch geben. Soll ich 5 Sterne an den Fisch geben? Ich gebe mal 5 Sterne an den Fisch. Wo ist der Haken? Ich glaube, der Typ gibt mir immer extrem viel Erfahrung, oder? Kann ich die 5 Sterne wieder zurückhaben? Ein Fisch. Was haben wir hier hinten noch was Schönes? Nicht, dass ich sehe, dass hier irgendwas wäre, was ich mitnehmen könnte. Vorsicht. Okay. Auf geht's zurück zu den Zombies. Piu, piu, piu. Ach ja, ich liebe die Jade-Charakter, ist ziemlich nice. Vielleicht gibt es ja noch eine bessere. Es gibt auch noch irgendwie noch eine Schattenkaktee. Oh, falsche Richtung. Eine Schattenkaktee soll es noch geben. Die auch sehr gut sein soll. Aber bis ich die habe, das dauert noch ein Weilchen. Ich muss jetzt erstmal den Zombie spielen und da ein bisschen was freischalten. Ey. Bing, bing. Kritischer Abschuss. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Ja. Na gut. Wechseln wir zurück zu den Zombies. Kann man eine neue Mission annehmen? Machen wir den Zombies. Flup. Join us für die Zombies. Okay, ja, gucken wir gleich mal nach einer schönen Mission. Keine Aufträge, Multiplayer, verhöhne 5 Spieler, nachdem du sie erledigt hast. Baue 5 Teleporterportale, also Rosi oder Ingenieur, gewinne ein Spiel, Garten, Zwerg, Bombe, 5000 Münzen. Ja, Multiplayer gibt es Münzen als Belohnung, bei diesen gibt es halt immer die Sterne als Belohnung. Na gut, ich würde sagen, den lassen wir erstmal offen. Und wir machen erstmal ganz kurz eine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Pflanzen gegen Zombies, Gerde Nummer für 2. Und machen dann mit der nächsten Mission weiter von Dr. Patient. Okay, bis dann. Ciao, Leute.